Derby Homburg gegen Saarbrücken steht an. Für die Blau-Schwarzen gilt es, in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern. Für die Grün-Weißen geht es schon fast um alles. Bei einer Niederlage im Waldstadion morgen Abend wären die Chancen im Kampf um den Klassenerhalt auf den Nullpunkt gesunken. So gesehen eine reizvolle, für den FC Homburg aber vielleicht schon schicksalhafte Begegnung. Aber noch ist nicht alles verloren, noch sind 12 Punkte zu vergeben. Ja, es wird natürlich von Spiel zu Spiel schwerer, das ist klar. Und wenn ich dann morgen nochmal das Spiel verliere, dann müsste man schon 10 zu 0 Punkte holen. Aber ich sage immer wieder, und da muss man auch endlich mal dran glauben, solange rechnerisch eine Chance ist, geht das. Man hat es gesehen bei Saarbrücken, die legen eine Serie hin, schlappt 12 zu 2 Punkte. Warum soll man das nicht auch mal machen? 10 zu 0 oder 8 zu 2 Punkte oder was auch immer. Probieren muss ich es immer und das erwarte ich von den Spielern. Und ich denke, wir versuchen da auf jeden Fall morgen anzufangen mit dieser Serie. Dass es natürlich schwer wird, ist vollkommen klar. Denn Saarbrücken hat zurzeit wirklich einen sehr, sehr guten Lauf. Haben sich da mit Engagement und auch mit Glück da hinten rausgespielt. Aber man muss das erstmal tun. Der FC Homburg muss weiterhin auf die Rotzünder Da Silva und Ruhr verzichten. Frank Lelle fehlt. Aber was soll das alles? Jeder muss für jeden arbeiten und kämpfen. Anatoli Muschinka steht nach seiner langen Verletzungspause wieder im erweiterten Kader. Welchen Beitrag kann und muss ein Kapitän leisten, Carsten Linke? Man muss sehen, dass man die Spieler auch ein bisschen motiviert. Die Aufgabe ist schwierig im Abstiegskampf. Die Nerven liegen doch ziemlich blank und da muss man halt sehen, dass man da auf den einen oder anderen Spieler doch beruhigend einwirkt. Ist auch absolut notwendig, will man die noch folgenden Endspiele um den Klassenerhalt erfolgreich bestreiten. Der erste FC Saarbrücken absolvierte sein Abschlusstraining heute auf den Saarwiesen in Burbach. Die Stimmung ist locker, die jüngste Erfolgsserie löste Selbstvertrauen aus. Aber Punktelieferant will Stefan Straub nicht sein. Es wird auch keine Nachbarschaftshilfe geben, auch wenn man helfen wollte. Die Landeshauptstädter wollen punkten. Wir werden auf Sieg spielen und uns dort die Punkte holen. Wir werden eine riesen Kulisse haben. Wir werden den Homburgern das Stadion voll machen mit unseren Fans. Und dann wird es da morgen richtig zur Sache gehen. Wir würden den Homburgern gerne helfen, aber wir sind ja selbst nicht über dem Berg. Wir haben erst 29 Punkte. Wenn man davon ausgeht, dass man 31, 32 Punkte braucht, dann sehen Sie selbst, wie viele Punkte wir noch holen müssen. Und unser schweres Restprogramm, also hier gibt es nichts zu verschenken. In der Tat, auch der erste FC Saarbrücken hat noch eine schwierige Restaufgabe. Anpfiff morgen Abend im Waldstadion, übrigens um 19 Uhr, Flaggen für die nächste Saison. Aber was nutzt sie ihm? Denn gestern Abend war sicher für die Homburger bei dieser 0:1 Niederlage gegen den Saarrivalen FC Saarbrücken das Ende der zweiten Liga gekommen. Manfred Hubler. Blau-schwarzen Farben dominierten gestern im Homburger Waldstadion, aber viel mehr als der harte Kern der Grün-Weißen war auch vorhanden. Schon lange fieberte man dem Saarderby entgegen. Ich hoffe, dass wir die Nase knapp vorne haben. Die Voraussetzungen hier sind hervorragend. Ich glaube, dass heute Abend ein sehr gutes Fußballspiel hier geboten wird. Ich hoffe nur, dass es anständig so läuft und dass am Ende wir vielleicht zwei Punkte haben. Also mein Tipp ist ganz klar, mindestens 1-0 für Homburg. Wir wollen die erste Halbzeit mal gut überstehen und dann sehen, dass wir in der zweiten Halbzeit unsere schnellen Außen bringen und einen Konter landen und vielleicht gewinnen. Gewonnen hatte diese Amsel schon, sie machte bereits fette Beute. Beide Mannschaften wollten es ihr gleich tun, zumindest ein gutes Spiel zeigen. Hier waren dann 10 Minuten gespielt. Saarbrücken wirkte abgeklärter, routinierter, erspielte sich eine leichte optische Überlegenheit und Joe Max Moore mit der ersten nennenswerten Torchance, selbst für ihn, kam diese Einschussmöglichkeit zu überraschend. Das Abstiegsgespenst drückte dem FCH kräftig in den Nacken, aber mehr und mehr liefen sich die Grün-Weißen frei, zeigten keine Scheu, fanden über den Kampf zum Spiel. Simon prüfte Straub hier mit diesem tückischen Aufsetzer schwer zu halten und Chakoumai spielte dem Saarbrücker Schlussmann in die offenen Arme. Die Stimmung im weiten Rund war gut. Falco Götz mit einem Freistoß nach einer guten halben Stunde. Matthias Lust gegen Peter Eich, der den Ball auch erst im Nachfassen unter Kontrolle brachte. Die Nervosität war augenscheinlich. Auch bei Manfred Lenz, der seine Schützlinge immer wieder von der Außenlinie dirigierte. Hier lief die 40. Minute und Achtung, diese Szene löste ersten Ärger aus. Was die Schiedsrichter heute gepfiffen haben,
uns zwei klare Elfmeter untersagt. Zwei klare Elfmeter. Mehr möchte ich da nicht, dazu eigentlich gar nicht sagen. Ein sogenannter klarer Foul-Elfmeter war das keiner. Schwingendorf drehte sich schon ab. Das war wahrlich keine Attacke gegen Gumay. Der Schiri dazu? Gut, bei der ersten Situation war es so, dass der Spieler für mich aus der Position, wo ich gestanden bin, in den Boden eingetreten hat und dann der Gegenspieler den Ball gespielt hat. Also somit war für mich überhaupt kein Vergehen erkennbar. Dennoch löste das Ganze den Unmut einiger Fans aus. Die Ordnungshüter hatten aber alles wieder schnell im Griff. Der Halbzeitstand 0:0. Unter Flutlicht ging's weiter. Saarbrücken marschierte. Joe Maxmoor mit Übersicht auf Stickrot. Klug in den Lauf des quirligen Amerikaners gespielt und der machte das 1:0. Aber alleine dieser Salto konnte seine Anhänger schon begeistern. Die Zeitlupe verdeutlicht allerdings nochmal, dass Moore mit seinem 9. Saisontreffer völlig unbedrängt war. Haltbar oder nicht, Peter Eich? War ein Glück dabei. Ich habe ihn zwar noch gehabt, aber es hat nicht mehr gelangt. Homburg wurde immer stärker, hatte Ausgleichsmöglichkeiten. Mademann Glanztat Straub, der hier klasse stand, den Applaus seiner Fans verdiente. Ab Mitte der zweiten Halbzeit spielten nur noch die Gastgeber. Simon, Korrell und Chagumay mit der größten Chance zum Ausgleich nach 68 Minuten. Viel, viel Glück für den ersten FC Saarbrücken. Hier fehlten wirklich nur die berühmten Zentimeter. Homburg spielte, wie schon lange nicht mehr gab, alles. Homp, Linke und Freiler die Stationen. Noch immer führte der erste FC Saarbrücken und Trainer Schier zeigte an, die Kreise der Grün-Weißen im Mittelfeld schon zu stören. Aber sie ließen sich nicht aufhalten. Chagumay, der gefährlichste Homburger, aber wieder vorbei. Die Schlussphase und dann noch einmal Achtung. Auch hier forderte die grün-weiße Anhängerschaft Elfmeter, Freiler ging zu Boden. Bei der zweiten Situation, kurz vor Schluss, war es fast ähnlich so, dass der Abwehrspieler hineingerutscht ist, hat ganz klar den Ball gespielt. Und für mich war die Sache ganz klar. Darum hat es Eckstoß gegeben und ist weitergegangen. Aber dann nur noch Sekunden, dann war Schluss. Saarbrücken setzte seine Erfolgsserie fort. Für den FC Homburg dürften wohl die noch verbleibenden Zweitligatage gezählt sein. Ja. Und beim ersten FC Saarbrücken, da können einem Trainer und Spieler im Moment leid tun. Und das Präsidium und die, die dort Verantwortung haben, haben nun noch mal kräftig zu arbeiten. Eine Verpflichtung auch gegenüber Trainern und Spielern.